Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Durchatmen. Gehen Sie es langsam an. Ich habe 600 Jahre langsam angehen lassen. Ryder, Aufklärungsexpertin, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihr nicht erstmal einen Kaffee holen? Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hierhin sehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Tja, und da wären wir bei Mass Effect Andromeda, dem Let's Play hier bei den Nerdgedanken. Tja, und wie ihr seht, habe ich mir meine Sarah Ryder individualisiert. Sie heißt auch nicht mehr Sarah, sondern Lienas nach meinem Star Wars Hauptcharakter. Und sie sieht auch so ein bisschen so aus, aber wirklich viel customizen kann man leider nicht. Man hat halt nur ein paar vorgeschriebene Köpfe und an denen kann man ein bisschen rumschrauben und das war's. Aber wird schon gehen. Ich meine, wir wollen ja hier keinen Model Contest gewinnen oder so, sondern müssen jetzt erstmal der Frau Doktor aus dem schönen Volk der Asari was antworten.
Und der Wahl des Tons wird uns dann natürlich auch die Reaktion ein bisschen bestimmen. Einfach macht keinen Spaß. Okay, sie ist jetzt zwanglos. Oder, hey, wir sind dafür ausgebildet. Ach, einfach macht keinen Spaß. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will Abenteuer leben, bevor wir sesshaft werden. Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein, aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Klingt doch gut. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Super, wir haben auch noch was in unserem Kopf stecken. Da freut man sich doch. Mein Implantat? Ich taue noch auf. Nein, ich will Abenteuer. Ich kann loslegen. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Tja, ich brauche einfach nur meinen Kaffee. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihren Bruder aufgeweckt haben. Es hilft immer ein Vertrautes. Das klingt gar nicht gut. Oh oh. Okay. Irgendwas ist kaputt. Oh, scheiße. Was zur Hölle? Oh oh. Was ist hier los? Sie hat sich losgerissen. Halten Sie sich einfach fest. Maschinenraum, berichten. Ja, da freut man sich doch. Halt dich irgendwo fest. Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Oh, pass auf die Spritze auf. Ich bin so gut wie drin. Halten Sie durch. Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Geht allen gut? Ich denke schon. Was ist passiert? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, hier. Wir haben hier ein Problem. Oh nee. Bei Scott Ryder. Was ist mit unserem Bruder los? Ist das Ding kaputt? Ah, okay. Kann ich gleich mal gucken, was mit ihm los ist. Ich muss mir das erst ansehen. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Es sieht aus, als wäre die Stase-Kapsel von einer Art Spannungsstoß getroffen worden. Aber es ist doch alles in Ordnung, oder? Ich führe gerade eine Diagnose durch. Die Synchronisation des Prozessors. Ryder, geht es meinem Bruder gut? Scott ist okay. Seine Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Und wann kann er aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Scotts Implantat wurde unterbrochen, aber sein Puls, seine Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir ihn noch eine Weile im Koma und lassen seinen Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wieder erlangen. Er kommt wieder in Ordnung. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Wie sollen wir weiter vorgehen? Jetzt kann ich mich mal ein bisschen umschauen. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Ja, ist schon ein bisschen blöd, dass es ausgerechnet so ein Bruder erwischt hat, aber naja, steckt man halt nicht drin. Wenn die Arche dann auch mal prompt mit irgendwelchem Zeug kaputt interagiert, mit dem sie das nicht tun soll. Okay, das ist das Datapad von der Ärztin. Vielleicht unser medizinischer Bericht. Nachricht von Captain Dunn. Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Captain Dunn. Okay. Das war wohl dieses Teil, mit dem wir da kollidiert sind. Finde ich jetzt nicht so schön. Okay, was gibt's hier noch?
Noch ein Datapad, oh cool. Na? Nachricht von Jen Carson. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Jen Carson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Naja, also mein Bruder Scott wird da wahrscheinlich widersprechen. Naja, könnte er es. Okay, hier gibt es offensichtlich nichts weiter zu gucken. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Fischer. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Okay, der ist sich offensichtlich noch nicht ganz sicher, wo wir sind. Nur, dass wir uns bereit machen sollen. Kirkland. Wissen Sie, wohin es geht? Nein, ich soll einfach nur dafür sorgen, dass die Shuttles startklar sind. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Das sind alles voll die Kaffeesüchtigen hier. Echt lustig. Hoffentlich geht's meiner Freundin gut. Ach, bestimmt. Die war garantiert in irgendeinem dieser, in einer dieser Kapseln und, ne? So, kann man mit dir reden? Nö, du willst nicht mit mir reden? Okay. Dann gehen wir halt hier durch. Sind Sie bereit? Yep. Geh mal. Oh oh. Irgendwas geht hier kaputt. Muss ich dir hinterher joggen? Huch! Oh shit! Das ist jetzt nicht so schön. Okay. Ryder könnte ihn finden. Sie hat einen Scanner. Schnell, Ryder. Setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Scanner? Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hayward, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Zurücksetzen? Moment. Wo denn, Leute? Ich bin kein Techniker. Mensch, ich soll doch Wege finden und nicht irgendwelche Dinge tun. Ah, warte mal, hier. Und von euch hat das irgendwie keiner hingekriegt? Okay. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Na, Tag damit begonnen, die Welt gerettet zu haben. Ist doch schön. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Einfach indem man auf dieses Panel drückt? Okay, gute Leute. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Na, dann gehen wir mal in Richtung Bahn. Okay. Das war knapp. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Mädel, du sollst das wegrennen. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Okay. Ach cool, wir dürfen Bahn fahren. Sehr schick. Praktisch sowas. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Oh. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Oh, scheiße. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Ja, das sieht schon irgendwie ziemlich ungeil aus. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie?
Verdammt. Aber ich möchte doch eigentlich Abenteuer erleben. Mein Vater hat nicht ganz unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Oh. Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Sieht aber nicht so gut aus. Die ist doch total kaputt. Diese komischen... Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Na, erstmal die Leute motivieren. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Immer noch unsere beste Chance. Mag sein, aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Naja. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Also irgendwie sieht der Planet scheiße aus. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Das liegt in der Familie. Ich schätze, er hat es von mir. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Der Captain steht aber nicht so auf den Papa. Meine Güte. Aber ey, der Planet ist doch echt nicht hübsch. Da können wir doch im Leben nicht leben. Ja. Scott wird's hassen, dass er das verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Ich bin eine Minute älter als er. Lass ich ihn nie vergessen. Keine Sorge, ich bin mir sicher, er kommt durch. Ja, und dann wird er Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Glücksstein, nee, ist okay. Gut, dann gucken wir doch mal, was hier in diesem Datenpad steht. Handbuch für Pathfinder-Teams, Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Statusverifizierung goldener Welten, Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen, allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Na, das klingt ja mal nach echt einem stressigen Job. Wir haben viel Ärger. Doch gescannt und alles war bestens. Wie konnten... Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Ich habe in der Milchstraße ja schon so einiges gesehen, aber sowas wie das da noch nie. Der Glücksstein, ha? Huh? Ihr Vater war auf der Erde bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Ich brauche nach wie vor ein Update. Okay. Na, hier liegt noch eine ganze Menge Zeug rum. Was ist das denn hier? Deaktivieren? Oh, ich soll Ihnen die Musik ausmachen. Ach nee. Ich rede mal mit Ihnen. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Hm.
Er war völlig konzentriert. Wir sollen zusammenpacken und abmarschbereit sein. Kurz und prägnant, was? Wird gemacht. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Okay. Da haben wir unseren Helm. Ups. So, ich werde ihn jetzt mal einpacken. Erledigt. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Oh, das ist aber nicht. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Okay. So, ich habe hier ein Datapad, das ich noch angucke. Pathfinder Feldhandbuch. Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- oder Todesgefahr befinden. Na, das ist ja wie in der Sternenflotte hier. Erstmal beschossen werden, bevor wir selber schießen dürfen. Passt schon. Jetzt habe ich ein M3 Predator Gewehr. Okay. Sicher ist sicher. Im Hangar melden. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wir machen uns hier auf den. Upsa, da war ja noch was. Da ist doch noch ein Rider. Alec Riders Spind. Das ist Papas Spind. Mal gucken, was da drin ist. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Ach Mist. Durchhalten, Scott. Na toll. Ist das jetzt hier meine? Habe ich überhaupt einen eigenen? Das ist ja fies, dass da nichts drin ist. Gemein. Okay, ihr Lieben. Nachdem die Folge jetzt erstmal ihr Ende gefunden hat, würde ich das mal sagen... Das Pathfinder-Team versammelt sich im Hangar. Würde mal sagen, dass wir gleich weitermachen in der nächsten Folge. Ich bin schon mal gespannt, was uns auf dem Planeten hoffe, jetzt erwartet. Ich hoffe, die anderen Archen haben es geschafft. Die gesamte Initiative ist in Gefahr. Na, das werden wir gleich sehen. Bis dann in der nächsten Folge. Schatten.